Mahlzeit allesamt. Jo, lief doch gestern Abend noch nach Maß. Ein spätes 2:2 da in München. Aber ich denke, leistungsgerecht. Und ja, so verdient munterer Kick. Viele gute Torchancen. Hätte auch durchaus zu mehr Buden kommen können. Aber das war uns egal. Hauptsache, es hat für uns geklappt. Mit dem X2 für eine 2.40 mit einer halben Einheit. Und dass die Gäste über 1,5 Tore erzielen für eine 2.35 ebenfalls mit einer halben Einheit. Ja, hatten wir in den Bundesliga-Tipps platziert. Dort noch ein weiterer Pick zu finden. Hier unten im angepinnten Kommentar könnt ihr das anklicken oder auch hier oben in der Infokarte. Ganz am Ende der Folge ja, lohnt sich immer, alles wirklich komplett zu schauen. Ja, insgesamt in letzter Zeit lief es wirklich sehr rund. Auch die Länderspielpause konnten wir gut nutzen. Luxemburg hatten wir gegen Island, beide Treffen und über 2,5 Tore für eine 2.55. Wie ihr seht, hier auch mit einer halben Einheit gespielt. Ja, erfolgreich, 88. Minute. Haraldsson hat dann das 2:1 getroffen. In Unterzahl, muss man dazu sagen. Ja, aber gut, war noch im Zeitrahmen, war ja ungefähr 10 Minuten vor Schluss, wenn man die Nachspielzeiten mit einberechnet. Endstand 3:1, also wirklich ein entspanntes und gutes Ding. Dann hatten wir Deutschland gegen Japan, über 1,5 Tore für die Gäste. Das war schon nach 22 Minuten drin, die 3.40, ebenfalls mit einer halben Einheit, also auch erfolgreich. Und letzte Woche Sonntag San Marino gegen Slowenien, über 3,5 Tore im Spiel, 0:4 der Endstand, eine 1.9. 0 mit einer vollen Einheit. Das heißt, das Kalenderjahr ja, hat uns plus 16.24 Einheiten bisher ins Plus gebracht. Das sind ungefähr 15% plus bei knapp 110 Wetten bzw. Wettzetteln gespielt. Wir machen ja häufiger jetzt hier mit den halben Einheiten. Und ja, den Monat gedreht, der hat ein Plus von 2.76 Einheiten bei gerade mal 6 Wettzettelchen. Können wir einfach mal weitermachen. Ich habe bewusst bei den Wetten ausgeklammert, die internationalen Vertreter, die da nächste Woche halt dann anstehen. Champions League, Euro League, Conference League beginnt ja. Sind auch viele Nationalspieler natürlich ja, da beteiligt. Die Top-Clubs müssen sich jetzt an diesem Wochenende erstmal wieder finden. Lasse ich für gewöhnlich raus. Es gab ein paar Spiele, wo ich es überlegt hatte, zum Beispiel Sevilla sollte endlich mal gewinnen, Man City gegen West Ham, also bei West Ham hatte ich überlegt, über 2,5 Tore beide treffen, Quote für eine 2.10 recht gut, weil die zum Beispiel relativ schlechte Gegner haben zum Auftakt und dann noch Heimspiele. City hat es mit Roter Stern Belgrad zu tun, sollte eigentlich kein Problem sein und so weiter und so fort. Das ist meine Überlegung, aber dennoch, ich habe es rausgelassen und habe mich dafür entschieden, eine Systemwette noch einzufügen und das ist heute Abend um 20:30 zweite Bundesliga, Schalke gegen Magdeburg, über 1,5 Teamtore für die Gäste, für eine 2.05 und dann erst am Montagabend ebenfalls Gäste über 1,5 Tore in La Liga. Die Partie Granada gegen Girona gibt es für eine 2.35. Hatte ich ja, Anfang der Woche auch für eine 2.50 noch gekriegt. Ein bisschen gesunken. Ja, bei Magdeburg war es dafür konstant. Und gehen wir es kurz dadurch. Ja, was mich verwundert hat bei dieser ganzen Torflut von Magdeburg. Atik hat noch nicht getroffen, nur 5 Vorlagen. Alle weiteren Offensivspezialisten, die auch an diesem 6:4 gegen Hertha am ja, letzten Spieltag beteiligt waren, sind dabei. Schalke hingegen verunsichert, nur ein 1:1 bei Wien Wiesbaden. Sehr dusseliges Gegentor, aber das dürfen sie gerne heute Abend wieder so machen. Matriciani war ja die eine Szene angeschossen, quasi Eigentor. Ja, ich glaube, die stehen einfach unter Druck. Und was hat Magdeburg zu verlieren? Tolle Kulisse. Ich denke, viele Fans werden mitreisen nach diesem begeisternden Spiel gegen die Hertha. Die sind einfach gut im Flow und sehr quirlig und ja, sehr spielfreudig. Und ich glaube, da werden die Schalker richtig Probleme mitbekommen. Eventuell schaffen sie ein 2:2, aber ich tendiere fast eher dazu, dass Magdeburg das auch gewinnen kann. Bin sehr gespannt auf die Partie, auch wie sich die Schalker präsentieren. Ist ja ein bisschen unruhig.
Bei Girona ist es überhaupt nicht unruhig, weil die schwimmen ganz gut auf einer Erfolgswelle, haben bisher ihre Punkte geholt, sind relativ weit oben in der Tabelle, ungewöhnlich, aber offensiv sind sie auch wirklich stark. Stuani, der alte Hase, der knipst da ganz gut. Die zwei Ukrainer mischen da mit und diverse andere können ganz locker da in Granada antreten und auf weitere 3 Punkte gehen. Die anderen haben vorher gespielt. Mal schauen, wie sie da am Ende des Wochenends in der Tabelle stehen. Kann man auch sehr drauf gespannt sein. Aber bei Granada auch sehr auffällig. Bisher in allen La Liga-Spielen dieser Saison mindestens 2 Treffer bekommen. Was war das? Auswärts ein 5:3, auch ungewöhnlich bei Sociedad, dann ein 3:2 daheim, ein Sieg gegen Mallorca, auch viele Tore für Mallorca-Beteiligung, dann ein 0:2 gegen Rayo und ein 3:1 auswärts bei Atletico. Also Girona ist offensiv ebenfalls stark. Warum sollten die 2 Buden nicht finden? Klar, in der Länderspielpause kann sich immer viel tun, auch natürlich Defensivarbeit, Arbeitstraining bei Granada. Aber ich finde die Quote gut, deswegen ja, probieren wir dieses System. Sitzen beide, kriegen wir eine Dreierquote, eine gute. Und ja, hoffen wir doch mal, dass das klappt. Alles klar, das war's von meiner Stelle. Wünsche euch ein schönes Wochenende. Haut rein und tschö!